Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Mona. Happy Birthday to you. Der ist nur für dich. Und wie du siehst, habe ich heute mal beschlossen, dir auf anderem Wege zu gratulieren, weil ich das noch persönlicher finde. Ich bin einfach irre froh, dich zu haben. Ich wünsche dir von Herzen einen sensationellen Geburtstag mit Menschen, die dir wichtig sind, die dir heute zeigen, wie besonders du bist, die dir zeigen, wie wichtig du ihnen bist und die den Tag für dich einfach zu etwas Besonderem machen. Und ich wünsche dir ganz viele große und kleine Überraschungen, die dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ich hoffe, auch der Inhalt meines Päckchens gehört dazu. Und ja, lass dich feiern, lass dich verwöhnen und hab einfach Spaß und lass die trüben Gedanken heute mal beiseite, völlig beiseite. Das erste Geburtstagsgeschenk hast du ja heute schon von unserem Mike bekommen. Und ich hoffe ganz, ganz stark, dass wir uns am 26.06. sehen werden. Bei der Glückszahl muss das einfach klappen. Und so wie ich dich jetzt kenne, habe ich da auch nicht den geringsten Zweifel daran, dass wir uns sehen werden. Und ich freue mich schon ganz, ganz irre drauf. Erstmal natürlich auf nächste Woche in Hannover, wo wir dann sicher auch nochmal auf deinen Geburtstag anstoßen können. Und ich freue mich einfach auf unseren Mädelsabend. Das wird ganz große Klasse. Und ja, ich denke heute einfach ganz, ganz besonders fest und oft an dich. Öfter als sowieso schon. Und bin in Gedanken bei dir. Im Herzen sowieso. Und wie gesagt, persönlich wird das dann nächste Woche nachgeholt. Und ja, lass es dir einfach gut gehen heute. Ich werde auch ein Sektchen morgen auf dich trinken. Auf dein Wohl. Und an dich denken. Und ja, bleib einfach so, wie du bist. Hab weiter dieses riesengroße Herz. Auch wenn das manchmal dafür sorgt, dass man auf die Nase fliegt. Ich weiß auch, wovon ich rede. Du weißt das. Aber bewahr es dir, denn genau das macht dich zu dem tollen Menschen, der du bist. Und ich wünsche mir einfach, dass du dir das wirklich immer bewahren kannst. Egal, wie viele Rückschläge und welche Rückschläge du auch zwischendurch verkraften musst. Und ich wünsche dir einfach auch für die nächsten Jahrzehnte immer wieder Momente, die dir den Atem rauben, verrückte Dinge und dass du einfach, ja, bleib wie du bist, hab Spaß am Leben, genieß es und geh deinen Weg und bleib dir selber treu. Und dann wird sich alles andere finden. Ich freue mich auf alles, was wir noch gemeinsam zusammen teilen werden. Da wird noch ganz, ganz viel kommen, das weiß ich. Und ja, ich hoffe, du freust dich jetzt über diese Videobotschaft, da das wirklich mal was ganz anderes ist. Und ja, ich wollte es einfach mal ausprobieren. Hoffe, du freust dich. Und ja, ich denke an dich und hab dich ganz, ganz arg lieb. Bis ganz bald.